Moin moin liebe Curfies, hier ist Marco. Ich habe hier wieder das Nokia 3310. Das haben wir ja schon im Hands-on gehabt und jetzt spielen wir Snake. Ihr seht jetzt hier schon, das Spiel ist jetzt ein bisschen bunter als vorher. Ist ja klar, ist jetzt auch ein Farbdisplay. Statt Punkten müsst ihr jetzt Äpfel einsammeln und das ist auch das Ziel des Spiels. Ihr müsst so viele Äpfel wie möglich einsammeln, um einen neuen Highscore aufzustellen. Dabei müsst ihr aber vorsichtig sein, denn schließlich sind jetzt hier Blöcke im Weg und wenn ihr dagegen kommt, dann verliert ihr. Wir sind hier zwei Schlangen. Das ist wie heißt dieses Spiel mit den zwei Schlangen? Du weißt, was ich meine. Slither.io. Slither.io. Ach so, ich muss mehr sammeln als er. Nein. Fürs nächste Level habe ich mir die Steuerung mal ein bisschen umgestellt. Ich lenke die Schlange jetzt mehr so wie ein Auto. Das ist ein bisschen einfacher, finde ich. Und ihr seht ja auch schon, das Level hat sich ein bisschen verändert. Oben gibt es jetzt einen Counter, der zeigt mir an, wie viel Äpfel ich einsammeln muss. Und danach muss ich noch versuchen, unbeschadet ans Ziel zu kommen, ohne gegen die Wand zu fahren, um auch hier zu gewinnen. Ihr habt gesehen, das Spiel hat sich ein bisschen verändert. Wenn ihr das Original vermisst, könnt ihr das im Facebook Messenger spielen. Dieses Spiel hier ist ein bisschen moderner, mit Farben, anderer Steuerung und so. Aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Mein Name ist Marco von Curft. Der Erste. Ich bin bereit. Ihr habt gesehen, was habe ich denn vorher gesagt? Das klang so gut. Spielen dies... Nein, das ist doof. Das war aber beim Event nicht so. Oh. Ah.